So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus nach langer Zeit. Wir müssen reden über Imperium, Classics und Legends. Ich habe hier die englischen Versionen, aber um die Spiele geht es eigentlich heute nicht. Es geht um ein Projekt, das gerade in der Spieleschmiede läuft zum Zeitpunkt der Aufnahme. Heute ist Samstag, der 28. Januar. Und das Spiel ist jetzt das Projekt ist jetzt eine Woche lang bereits in der Schmiede verfügbar und läuft noch 17 Tage. Und zwar geht es um die Spielematten für Imperium, Classics und Legends. Die habe ich hier als Prototypen liegen. Warum habe ich sie hier als Prototypen liegen? Einige von euch haben es wahrscheinlich schon wahrgenommen und irgendwo gehört, gesehen, gelesen. Von mir ist das Layout der Matten, nicht das Artwork. Das ist von der Spieleschmiede bzw. vom Verlag Giant Rock, die ja auch die deutsche Version für Imperium gemacht haben und natürlich dann auch mit Osprey Games zusammengearbeitet haben und das offizielle Artwork natürlich dann auch benutzen dürfen und das auch hier getan haben. Die Spieleschmiede kam vor einigen Monaten auf mich zu und hat mich gefragt, weil ich Imperium eben oft spiele und gespielt habe und auch das eines meiner oder auch immer noch mein Lieblingsspiel ist, vor allen Dingen als Solospieler, ob ich nicht bereit wäre, mit denen gemeinsam diese Matten zu entwerfen. Und dann habe ich mich natürlich dazu bereit erklärt und habe jetzt das Layout festgelegt. Und das möchte ich euch heute erklären, möchte euch mit euch durchgehen. Und deswegen habe ich hier die Matten mal ausgelegt. Das sind Papierprototypen, die kommen natürlich als Neopren. Das heißt, der Druck sieht natürlich jetzt nur, in Anführungszeichen, auf normalem, etwas festerem Papier ist der gemacht. Ich kann euch jetzt auch nichts zur Druckqualität sagen. Die sieht für mich okay aus, aber sie wird natürlich nicht vergleichbar sein mit den Neopren-Matten. Wir gehen mal auf das Projekt ein, bevor ich jetzt hier auf die Matten eingehe. Ich habe es hier auf dem Handy mal aufgemacht. 411 Unterstützer sind gerade dabei, Schmiede nennen die sich. Und es sind 19.000 Euro bereits zusammengekommen, etwas mehr von 4.000 Euro, die die Spieleschmiede für das Projekt haben wollte. Es wird also realisiert. Und es gibt Verbesserungsziele, und da schaue ich mal drauf. Die beiden Matten Markt und Spielermatte, die ihr hier bereits liegen seht, die werden jetzt auch schon aufgrund der Anzahl an Vorbestellungen, an Schmieden, werden die mit einer genähten Umrandung versehen werden. Das ist für die Solomatte, die seht ihr gleich noch nicht der Fall. Da sind derzeit nur 157 Unterstützer, es müssen 200 werden, da fehlen also noch nach meiner Rechnung 43. Entschuldigt bitte den Husten, das liegt an Corona, das ich zwischen den Feiertagen zum Jahreswechsel hatte. Und das ist abgeklungen, mir geht's gut, aber der Hustenreiz ist immer noch da, den kann ich nicht unterdrücken. Deswegen werdet ihr das im Video wahrscheinlich öfter hören. So, also, es fehlen für die Solomatte mit genähter Umrandung noch 43 Unterstützer. In den letzten 17 Tagen hoffe ich doch, dass die auch zustande kommen. Und bevor ihr jetzt Fragen stellt in den Kommentaren, es fließt kein Geld, weder von Giant Rock oder von Osprey Games noch von Nigel oder David zu mir. Das ist etwas, was ich als Hobbyprojekt ansehe und auch gerne gemacht habe. Mein Kanal ist nicht kommerzialisiert. Und ich muss mir da finanziell auch keine Gedanken dazu machen. Und wenn davon der Giant Rock oder die Spieleoffensive oder die Spieleschmiede einen kleinen Vorteil zieht, ist das für mich auch völlig in Ordnung. Ich bekomme allerdings, und so viel sei auch ehrlich zugegeben, natürlich ein Set, ein Komplettset der Matten für mich. Und ich bekomme, und jetzt Kanalabonnenten aufgepasst, ich bekomme ein weiteres Komplettset. Erkläre ich euch gleich, was das alles ist, dass ich dann unter meinen Abonnenten in einem späteren Video im Sommer oder Herbst, wenn die rauskommen, dann auch verlosen werde. So, also unterstützt fleißig das Projekt. Ich habe davon keinen Vorteil. So, wir gehen es durch. Hier oben seht ihr die Marktmatte. Die organisiert euch die zentrale Auslage. Ich rutsche die mal ein bisschen runter. Wie ist das mit der Lichtreflexion? Schieben wir das mal alles ein bisschen zur Seite. Ich habe, den Fokus drauflegen hier. Ich habe davon gerade zwei hier liegen, das spielt aber keine Rolle, es braucht ja nur eine. So. Hier
Hier oben rechts seht ihr übrigens dann das Verlagssymbol Giant Rock und daneben steht auch, dass das Layout von Spartacus Spiel Solo ist. Da war die Spieleschmiede so freundlich, das natürlich mit dazu zu drucken. Hier links habe ich einen Bereich vorgesehen für die zentralen Ressourcenauslagen. Der Bereich ist so groß, dass ihr die Chips, die Token darauf jeweils auch anhäufen könnt. Und wenn ihr Schalen habt, ich habe jetzt hier zum Beispiel, die sind natürlich keine Verpflichtung, die Schalen von Hunter and Friends, die aus Silikon sind. Es geht aber auch jede andere Schale. Ich habe das so ausgelegt, dass die auch Platz haben, hier zu dritt platziert zu werden und sich dabei nicht allzu stark ins Gehege kommen. Das sollte also passen. Dann haben wir hier den Nachziehstapel und die Auslage. Und hier rechts etwas undeutlich vielleicht zu erkennen, den Exilstapel. Alles da. Ich hatte ursprünglich gedacht, aber das ist eine Entscheidung von Giant Rock gewesen, dass die Matten komplett sprachneutral sind. Das sind sie nicht. Tatsächlich steht hier das deutsche Wort Zusammenbruch. Im Englischen würde es der Collapse sein. Natürlich, wenn das zu sehen ist, passiert genau das. Dann ist der Zusammenbruch, der Collapse da und es muss entsprechend gewertet werden. Und ihr seht hier die ursprünglich ja als Pappleiste mit dazu gelegten Trenner, die sind jetzt hier aufgedruckt auf die Matte. Da habe ich mir gedacht, das können wir uns schenken, dass wir hier diese Pappleiste ersetzen durch einen Aufdruck. Das hat Giant Rock dann auch mitgemacht. Ich hatte den Aufdruck ursprünglich auch als Linie vorgesehen und Giant Rock meinte dann, okay, wir können aber auch die Wege der Karten, die zumindest die initialen Wege der Karten vorbedeuten. Das ist auch in Ordnung für mich. Natürlich ist hier getrennt zwischen dem Unrest- oder Unruhestapel und den Ruhmeskarten. Und hier im Hintergrund auch angedeutet die King of Kings Karte, die natürlich quer liegen muss. Und darauf dann die Ruhmeskarten. Diese Marktmatte ist auch als solche solo alleine für sich geeignet, auch für mehrere Spieler zu spielen, dass man das zentral auslegt und dann jeder für sich, wo auch immer er Platz hat, seine eigene kleine Auslage baut. So klein sind die nicht, das werden wir gleich sehen. Man kann also schon. Natürlich kann man das Spiel auch ohne Matten spielen, das ist ganz klar, haben wir alle schon gemacht. Gab ja bisher nicht viel, zumindest nichts Offizielles. Es gab auf BoardGameGeek und auf Etsy gibt es natürlich diverse Vorlagen für Layouts. Einige sind auch deutlich komprimierter. Ich habe versucht, zwischen den Kartenstapeln, ich nehme jetzt mal irgendeinen Kartenstapel, das spielt keine Rolle, zwischen den Kartenstapeln auch Platz zu lassen, dass die gesleeften Karten auch abnehmbar sind, greifbar sind, auch mit einem halbwegs dicken Daumen. Das war so meine Vorgabe für mich persönlich, dass das Layout ausreichend Platz lässt für normal große Hände, sage ich mal. Ich habe jetzt keine übergroßen, aber auch keine sehr kleinen Hände. Das gibt es natürlich auch viel komprimierter. Wer also Platz sparen will, ist mit den Matten falsch bedient. So viel sei ehrlich gesagt. Ja. Wer den Platz hat und ein bisschen Struktur und Hilfe bei der Ordnung haben möchte, kann natürlich mit diesen Matten da auch noch zusätzliche Stimmung bringen, weil das Artwork, und ich finde es nach wie vor super gelungen von The Miko, von Mikhailo Dimitrievski, dass die, das wirkt hier in groß für mich persönlich wirklich klasse. Und die Spieleschmiede hat, oder Giant Rock, hat das Artwork so auf die Plätze gelegt, dass wenn die Karten dann da drauf liegen und das hier in den Hintergrund tritt und nur noch das rahmende Artwork zu sehen ist, für mich passt das hervorragend. Ich werde es euch aber heute nicht aufgebaut komplett zeigen. Das hole ich vielleicht nochmal nach. Mal gucken. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das nochmal komplett sehen wollt. Es ist natürlich etwas Arbeit, das vollständig aufzubauen und vorzubereiten. So, dann haben wir hier die Auslage für jeden einzelnen Spieler. Davon habe ich zwei Bögen, aber ich zeige euch mal, was hier so vorgesehen ist. Hier links der Ressourcenbereich für den Spieler, jetzt gemischt als ein großer Bereich, denn jeder Spieler hat, keine Ahnung, eine Handvoll von dem, eine Handvoll von dem und ein paar davon. Das passt schon alles hier in ein Rechteck. Auch hier die Breite ist so, dass eine Schale reinpasst. Das könnt ihr dann handhaben, wie ihr wollt. Die eigene Macht- oder Powercard kommt hier hin. Darunter die jeweils für die Utopia und die Arthurianer relevante aktive Journey.
also Visions to Shangri-La und oder der Heilige Gral, also auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Das sind die Journey-Karten, die hier drunter kommen, aber eben nur von zwei Völkern derzeit benutzt werden. Deswegen ist die Umrahmung auch gestrichelt. Hier kommen die Mond und die, also die normalen, ich habe jetzt die englischen Begriffe nur im Kopf, ich weiß gar nicht, wie die deutschen heißen. Auf jeden Fall ist das der erste Nachziehstapel. Hier kommt dann der Aufstieg vom Barbarenstatus in den Empire-Status. Und hier sind die Entwicklungskarten, das Development Deck, das hier offen liegt auf dieser Seite. Und hier unten direkt zugänglich vom Spielenden aus der Nachziehstapel. Die Statuskarte, hier liegen ja dann auch die Token drauf für Exhaust und Action. Und hier ist der Discard-Stapel. Das passt alles so in ein Rechteck. Hier ist dann die aktive Play-Area, die Karten, die ihr ausspielt und die Token, die ihr verwendet, die Action-Token, die spielt ihr erst hierhin. So handhabe ich es immer, denn dann ist klar, wenn ihr zum Beispiel den Nachziehstapel mischen müsst, dass die gerade im Spiel befindlichen Karten, die gerade ausgespielten Karten, da nicht zugehören. Und wenn ihr jetzt Pinned Cards, heißen sie, also die endlos liegenden Karten, auch da, ich kenne die deutschen Begriffe gar nicht, weil ich die deutsche Anleitung nicht habe, wenn ihr die ausspielt, dann legt ihr sie in diesen Bereich vor euch. Ich spiele jetzt einfach mal hier, keine Ahnung, das ist tatsächlich hier so eine Region. Und der Platz ist auch so bemessen, dass ihr darunter auch eine Karte in die Garnison schicken könnt. Da habt ihr also ausreichend Platz über die ganze Breite einmal gezogen für jeden Spieler, damit man hier so, was sind das, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genau. Für mich persönlich handhabe ich es häufig so, dass die Karten, die zum Beispiel die Chin, die eine Karte mehr in der Hand erlauben, solche Karten, die dauerhaft liegen bleiben und sich nicht mehr bewegen, die lege ich hier auf die linke Seite. Die Karten mit Sonnenwendeffekt lege ich hier eher auf die rechte Seite, weil nämlich die Sonnenwende hier rechts schon vorgedruckt ist. Da legt ihr die Sonnenwendkarte dann drauf für den Spieler, der Startspieler war, nachdem dann oder vor dessen Zug dann die Sonnenwende passiert. Der Startspieler kriegt also die Sonnenwendkarte so rum. Dafür ist der Platz hier vorgesehen. Und die Karten mit Sonnenwendeffekt liegen hier normalerweise bei mir auf der rechten Seite, während ganz normale Regionen ohne weitere Zusatzeffekte hier dann in der Mitte platziert sind, damit ich dann mit der Ruhmeskarte, mit der Glory Card drei Stück davon einsammeln, auf den Discard Pile legen kann und mir eine Ruhmeskarte nehmen kann, eine Fame Card. So, das ist so das. Jetzt muss ich das wieder einsortieren. Wo habe ich es? Du kommst hier hin. Und King Arthur's Court kam irgendwo weiter unten. So. So sehen also die Matten aus für den einzelnen Spieler. Man kann jetzt, wenn man sagt, wir spielen im Wesentlichen zu zweit, kann man sagen, wir nehmen nur die Marktmatte. Oder wir nehmen die Marktmatte und zwei solcher Spielermatten und sitzen dann nebeneinander. Da braucht man schon ein bisschen Platz. Oder gegenüber, dann legt man die Marktmatte vielleicht quer. Das müsst ihr auch von euren eigenen Tischmaßen abhängig machen, wie ihr das gerne anordnen möchtet. Die Maße der Matten seht ihr auf der Spieleschmiede-Projektseite. Ich stelle euch den Link natürlich unten rein in die Videobeschreibung. Da klickt ihr drauf und dann seht ihr die Projektbeschreibung und könnt euch das nochmal durchgucken. Da sind die genauen Maße jeder einzelnen Matte vorgegeben oder angegeben. Die beiden Matten hier für die einzelnen Teile, sowohl Spieler als auch Markt, sind gleich breit, aber nicht gleich hoch. Die Marktmatte ist etwas niedriger. Die braucht auch in Anführungszeichen nur 2,5 Reihen breit Höhe, während diese Matte hier schon 3 Reihen Höhe braucht. So, das war das. Und für meine Kanalabonnenten sicherlich die interessanteste Matte ist jetzt hier auf der Rückseite zu sehen. Und bitte fragt mich nicht, wie die fertigen Neoprenmatten auf der Rückseite sein werden. Ich vermute schwarz, aber ich bin in der Produktion nicht eingebunden. Ich weiß auch nicht, in welcher Verpackung sie kommen. Die Prototypen kamen von einer normalen Druckerei in einer viereckigen, langen Dose. Ob das mit den Neoprenmatten auch so sein wird oder ob sie in der runden in der Rolle kommen, das kann ich euch nicht sagen. Das muss Giant Rock oder müssen die Spieleschmiede beantworten. So, wir blättern um
auf die Solomatte und die sieht so aus. Ihr erkennt hier auf der linken Seite den Spielerbereich, den ihr eben schon gesehen habt. Ihr erkennt hier oben auf der linken Seite den Marktbereich und dazu kommen jetzt die Kartenauslage des Bot mit den Stufen, mit den Schwierigkeitsstufen und auch hier ist es nicht sprachneutral. Hier sind die Schwierigkeitsgrade Dorfältester Stammesfürst, Kriegsherr König und Kaiser auch nochmal aufgedruckt, genauso wie der Zusammenbruch. Das sind aber die einzigen Texte, die für den normalen, erfahrenen Spieler einfach keine Rolle spielen. Er legt einfach die 5 Karten, die er braucht, oder die 4 oder die 6, je nachdem, was er da spielt. Die Optionalität, wie viele Karten man legt, ist einfach durch gestrichelte Umrandungen abgedeckt, sodass ihr sehen könnt, bis hierhin muss ich auf jeden Fall bei einem Solospiel legen, egal welchen Schwierigkeitsgrad ich spiele, 5 und 6 Karten kann ich legen. Genauso wie bei den Unruhekarten, die ich bei Regionen nicht legen darf und deswegen sind auch die gestrichelten Umrandungen hier unten noch zu sehen. So ist also die Grundlage dieses Layouts. So, und dann haben wir hier auf der rechten Seite den Teil, den der Bot braucht. Auch er sammelt ja Ressourcen, Punkte, Bevölkerung und Material. Hier kommt seine Powercard mit der History drin rein. Hier kommen die gespielten Regionen. Wenn der Bot Regionen spielt, dann braucht er ja keine breite Auslage. Er spielt ja ausschließlich Regionen und er schickt keine Karten in die Garnison, sodass jede Region, die er spielt, ich suche jetzt mal gerade Regionen, habe ich nicht, macht nichts. Jede Region, die er spielt, kommt hier drauf auf den Stapel. Und es ist ja so, dass die Regeln in den Solo-Karten immer sagen, wenn du eine Region loswirst, nimm immer die zuletzt gespielte und die liegt dann eben oben drauf. Das heißt, die Play Area oder die Play Area des Bot ist also genau hier eine Karte hoch, eine Karte breit, eine Karte tief und da stapelt sich dann die ausgespielten Regionen. Hier ist der Nachziehstapel des Bot, seine Statuskarte, sein Ablagestapel. Hier kommt sein komplettes Entwicklungsdeck drauf, es sei denn, ihr kommt wieder in das Thema Journeys, wenn ihr gegen die Arthurianer oder gegen die Utopia spielt, dann brauchen die natürlich auch nochmal den zweiten Stapel für ihre jeweils aktive Journey oder Quest. Genau, das ist das Layout. Das ist so der Hintergrund. Ich zeige euch doch mal, wie man das hier so ganz grob aufbaut, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Die Arthurianer habe ich hier links, das sind die Power Card. Dann hat man seine Unruhekarten, die hier oben noch mit dazukommen zum Stapel. Dann haben die hier ihren ganz normales Starterdeck, das kommt gleich. King Arthur's Court kommt hier rein. Hier ist die Aufstiegskarte, Great Camlan. Da kommen dann die Nachziehkarten. Hier ist das Development Deck. Das sind 3 plus und 4 Spieler, das geht also raus. Dann würde man die Karten mischen. Und hätte hier 1, 2, 3, 4, 5 Karten in die Hand. Ein Nachziehstapel. Jetzt fehlt mir natürlich noch... Da kommt schon, einmal nach rechts greifen. Meine Statuskarte, ich fange als Barbaren an. Mein Gegner auch, die Solstice-Karte dazu, die Sonnenwende. Das ist meine aktuelle Hand. Und dann hätte ich es hier aufgebaut. Wenn ich als Gegner jetzt die Utopia nehme, dann würde hier ihre Powercard hinkommen und dann würden hier ihre aktiven Quests hinkommen. Dann sind das die Karten, mit denen er loslegt. Hier kommen noch ein paar Unrest-Karten mit dazu. Die Karten sind für mehr Spieler. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Utopia kein Nachziehdeck in dem Sinne, kein Entwicklungsdeck haben, weil sie sich nicht entwickeln. Sie sind ja weder Barbar noch Empire. Sie wollen ja eigentlich nur nach Shangri-La. So, und dann hat man das Nachziehdeck hier und legt dann 1, 2, 3, 4, 5 Karten und das
Und das wäre der Startaufbau für eine Partie Solo. Natürlich jetzt oben den Markt, den habe ich nicht aufgebaut und die Token. Aber das wäre so der Kartenstartaufbau für die Artorianer und die Utopia. Und entsprechend verschiebt sich das, je nachdem welches Volk ihr spielt, dass hier auch ein Entwicklungsdeck liegt. Oder eben, wenn die Artorianer hier spielen, wir tauschen das mal kurz um, packen wir das so rein. Das kommt mit dazu. Das kommt hierzu. Die kommen da rein. Nehmen wir an, man würde gegen die Artorianer spielen, da würde hier die Power Card liegen, hier die Quest. Diese Karten liegen ja dann einfach untereinander. Die Karte offen. Die Karten entsprechend sortiert nach dem höchsten Punktewert, dass man die entsprechend automatisch nachzieht. Minus 4, 1, 2, 2 gemischt, 8. So, die würden entsprechend nachgezogen werden. Dann liegen die hier und dann läge die Kartenhand der Artorianer hier oben, ihr Nachziehstapel hier. Und dann wäre das das Startlayout für die Artorianer als Bot. Also das lässt sich alles super gut platzieren und aus meiner Sicht auch mit mehr als ausreichend Platz, um mit dicken Daumen gehandhabt zu werden und organisiert zu werden, auch wenn die Karten mal so leicht verrutschen. Kommen Sie nach meiner Erfahrung, ich habe jetzt auf dieser Matte zwei Partien gespielt, solo. Nach meiner Erfahrung rutscht hier nichts durcheinander. Gesleevte Karten rutschen natürlich leichter als nicht gesleevte. Das hängt immer auch vom jeweiligen Zustand des Sleeves ab, von ihrer Rauheit und so weiter. Das ist aber nicht das Thema dieser Matten. Sie lassen genug Platz und ich wollte sie euch einmal vorstellen, während das Projekt noch aktiv läuft. Die Jungs von Giant Rock werden das, oder von der Spieleschmiede, werden das natürlich, das heißt natürlich, ich hoffe, bin mir auch ziemlich sicher, ich wurde ja gefragt, sie werden das einbinden in die Kampagne, ihr werdet also aus der Kampagne heraus natürlich auf dieses Video verwiesen und ich verweise aus dem Video wieder zurück auf die Kampagne, so gehört sich das unter Freunden. Ich hoffe, dass euch diese Matten Spaß machen, wenn ihr sie schmiedet und dann auch im Sommer bekommen wollt und sollt. Nach jetziger Planung, wenn ich das richtig gesehen habe, ist es dann August, dass sie ausgeliefert werden. Und darauf freue ich mich auch. Wenn sie kommen, sobald ich sie in der Hand habe, werde ich natürlich auch ein Video dazu machen mit den Neopren-Produkten dann. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck verschaffen, wie die Dinger jetzt beschaffen sind, warum sie so strukturiert sind, wie sie sind. Es gibt noch eine Frage, die ihr mir vielleicht auch beantworten könnt. Ich zeige es euch hier oben. Ich rutsche das mal ein bisschen. Hier oben seht ihr das Main Deck neben den anderen Nachziehstapeln für die Regionen, Unzivilisierten und Zivilisiertkarten. Hier ist das Hauptdeck. In der Originalanleitung liegt dieses Deck quer, 90 Grad gedreht. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass das etwas einfacher zu handhaben ist, wenn die alle gleich orientiert sind, diese Stapel. Das ist von dem Platz her überhaupt kein Problem, sie auch quer zu layouten. Meine Frage an euch, was glaubt ihr, was denkt ihr, wie habt ihr es erfahren, wie ist es für euch angenehmer zu spielen oder vielleicht sieht es auch für euch besser aus, ob es hochkant oder quer liegt, dieser Stapel. Schreibt gerne dazu in den Kommentaren eure Meinung. Und ja, das war jetzt eine kurze Vorstellung der Spielematten für Imperium, Classics und Legends. Und was ich natürlich jetzt noch vergessen habe, warum ist das Layout noch nicht final? Das steht ja in der Projektbeschreibung drin. Es kommt Ende des Jahres, vermutlich jedenfalls, das dritte Spiel dieser Reihe heraus, Imperium Horizons. Das ist angekündigt, da gibt es auf BGG auch schon einen Eintrag dazu. Genaues Datum ist nicht bekannt. Es wird auf jeden Fall nicht die UK Gamescon oder Games Expo heißt sie, Game Expo, keine Ahnung. Vielleicht wird es die Spiel in Essen, vielleicht kommt es aber auch erst unter den Weihnachtsbaum, das ist noch nicht ganz klar. Da ist Osprey noch keine Aussage getätigt. Aber Horizons bringt neben neuen Völkern auch teilweise neue Regeln, erweiterte Regeln, die dann auch für Classics und Legends funktionieren. Und die besagen,
Das ist, und wenn ihr da im Boardgame-Geek-Eintrag nachschaut, dann werdet ihr das dort finden. Da wird es sogenannte Merchants geben, die Trade Route Expansion wird die heißen. Stand jetzt jedenfalls. Und für diese Handelsrouten braucht man eine zusätzliche Power Card. Und da sind wir jetzt noch mit Osprey auch im Austausch ein bisschen. Ob das Einzige ist, was kommt, dann würde eine zusätzliche Power Card für die Händler, die dann jeder Spieler für sich braucht, hier unter der Solstice, unter der Sonnenwendkarte irgendwo platziert sein. Denn auch die wird, und da muss ich nochmal in die Regelprototypen gucken, die mir zur Verfügung stehen. Da muss ich nochmal reinschauen und meines Wissens ist das eine Power Card, auf die dann nochmal Token kommen, die dann auch im Horizons-Spiel mit dabei sein werden. Oder es kommen Exhaust-Token oder Action-Tokens darauf. Das ist etwas, das ich mir nochmal genau angucken muss. Unser jetziger Plan ist, dass wir die hier unten platzieren werden, auf jeder Spielerseite. Natürlich dann auch auf den einzelnen Spielermatten. Das dürfte so der Ort sein, wenn man nämlich agiert und mit dem Händler agiert, dass man das direkt in der Griff- und Spielweite hat. So ist der Plan. Und das werden wir noch finalisieren. Wir hoffen, dass wir da auch noch ein Symbol für kriegen, was wir dann auch mit eindrucken können. Ja, und so viel also auch zur, in Anführungszeichen, Zukunftsfähigkeit der Matten. Ich habe nämlich, als ich das Layout gemacht habe, direkt auch über Giant Rock dann bei Osprey und bei Nigel nachfragen lassen, ob es zusätzliche Plätze bedarf, ob es zusätzliche Symboliken bedarf. Und das, was wir rausbekommen haben bis jetzt, ist eben diese Merchant Power Card. Und der sinnvolle Platz aus meiner Sicht ist hier rechts unten. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier links oben dafür Platz braucht. Dann kann ich ihn mit in die Play Area nehmen oder ich mache die Play Area hier unten etwas größer, schmaler und breiter, nicht so hoch. Das wäre auch noch eine Option. Auch da kann ich euch gerne, kann ich gerne eure Meinung abfragen. Schreibt es rein, was ihr wollt. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass Giant Rock das dann so mitmacht, was die Mehrheit von euch wünscht oder so. Aber ich kann versuchen, das mit einzubauen. Im Moment ist mein Favorit er hier, denn diese Play Area hier, die, neben der In-Play dauerhaft liegenden Karten, ist für mich eine relativ praktische Geschichte. Das ist das, was ich gerade spiele oder gespielt habe. In meinen Action-Tokens, meine Exhaust-Tokens, die kommen hier rein, die ja sonst hier von der Statuskarte hier rüber gespielt werden und kommen dann, schön wie in der Regel beschrieben, immer alle zurück bzw. alle raus und dann entsprechend wieder zurück platziert auf die Statuskarte. Jo, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Eindruck verschaffen von diesen Matten. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von den Matten selber, vom Spiel, von dem Projekt, wie es jetzt zustande gekommen ist in der Schmiede mit meiner Unterstützung. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Runde. Das wird aber noch eine Weile dauern, denn erstens habe ich mit meinem Hustenreiz immer noch so das Problem, dass ich längere Sprecharien nicht gut durchhalte. Und zweitens bin ich jetzt dabei, bei mir zu Hause ein bisschen die Technik umzubauen und das Setting, sodass ich demnächst von einem anderen Ort aus werde filmen können. Und das wird aber auch noch ein paar Wochen dauern, bis das alles steht. So, das soll es gewesen sein. Und wie immer sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.